gar keinen Spaß gerade. Man könnte meinen, es wäre Montag. Ist es aber nicht. Es ist Donnerstag, der 4. April. Ich habe gerade den letzten Vlog, das Kurzvideo, fertig geschnitten, schnell. Also wir haben es jetzt 11.20 Uhr, schnell fertig geschnitten, das lädt hoch. Dann habe ich angefangen, meine Schläge alle einzuzeichnen. Vorarbeit für den Agrarantrag, weil ich habe den Agrarantrag vorgezogen auf nächste Woche irgendwann, Montag oder Dienstag, ich weiß das nicht. Und habe da aber nur ein Zeitfenster von 2 Stunden bei der Landberatung und ja, ich bereite das lieber ein bisschen besser vor. Ich habe die Hoffnung, dass ich das mit dem Tool, wenn ich damit zufrieden bin, zeige ich es euch, mit dem Programm, was ich jetzt benutze oder angefangen habe, das zu nutzen und das zu testen, wenn das was taucht, dann zeige ich euch das gerne, aber noch will ich da nicht so viel zu sagen. Ich hoffe, dass ich das daraus exportieren kann. Normalerweise macht man das andersrum, aber egal. Ich versuche das. Jedenfalls habe ich im letzten Video erzählt, das habe ich gefühlt, ja, keine Ahnung, das war vor 3 Stunden oder so, da habe ich das erzählt, dass ich verraten möchte, dass es in diesem Video einen Schlepper gibt zur Feldprobe. Und Feldprobe bedeutet im Grunde genommen, dass wir uns, wenn der Schlepper in Ordnung ist, quasi einig sind und ich den kaufe. Ja, so, dabei, und das muss ich jetzt erzählen und warum, sage ich auch gleich, dabei handelt es sich um einen, kein Glas, rote Felgen habe ich gesagt, ne, aber ist kein Glas, ein Fendt 724 Gen 6, also Fendt 1, der hat nicht ganz 3500 Betriebsstunden auf der Uhr, lief in irgendwo, ich weiß es nicht, in den ostdeutschen Bundesländern, keine Ahnung wo genau, auf jeden Fall da wurde er von der Firma auch in Zahlung genommen. Der wurde mir dann angeboten, ich habe mir das angeguckt, ich habe mir die Spezifikationen angeguckt, die so erstmal echt geil sind, Setting 2, also volle Bude. Steuergeräte, alles dabei, was man braucht. Frontlader-Konsolen, da war sogar ein Cargo dran, den brauche ich aber nicht. Die Schwinge würde abkommen und ich würde den aber mit Konsolen nehmen, sodass wir dann den Frontlader mal durchtauschen können. 718 zu dem 724 hin und her. In ungefähr 400 Metern kommt ein Kreisverkehr. Ja. Nehmen Sie die direkte Ausfahrt. Ja, ich weiß, wo ich lang muss. Warum ich da? Ist egal. Ja, dass man den Frontlader mal hin und her tauschen kann. Also alles in allem so erstmal wirklich ein schierer Schlepper, geile Beschreibung und der Preis war marktentsprechend in Ordnung. Eigentlich zu viel, aber die Preise auch im Gebrauchtmarkt sind nun mal hoch. Nehmen Sie die direkte Ausfahrt. Und von daher war ich so der Meinung, das passt wohl in eine Welt. Wir haben dann vereinbart, dass wir, wie gesagt, diese Feldprobe machen. Und wenn mir der bei der Feldprobe, jetzt sammelt die Navi-Tante gleich wieder, doch nicht, wenn mir der bei der Feldprobe gefällt oder gefallen hätte, dann hätte ich ihn gleich da behalten. Also wir hätten die Zulassung gleich auf mich gemacht und hätten wir im Zweifelsfall dann nach 2 Wochen oder so wieder abgemeldet, wenn das nichts gewesen wäre, ne? So, jetzt hat er aber gerade vor einer Viertelstunde angerufen, der Händler. Die haben den Schlepper aus dem Osten jetzt zu sich geholt in die Werkstatt, wollten den eigentlich schnell fertig machen und das war ja ursprünglich gedacht, dass alles noch einen Tag schneller ist, dass wir ihn heute holen können. Ich sage, wenn das irgendwie geht, wäre das diese Woche gut, weil ich weiß ja nicht, wenn wir nächste Woche wieder durchstarten können, dann hätte ich den wohl schon gerne da gehabt. Ne? Deshalb habe ich gesagt, ja, wenn das geht, irgendwie diese Woche. So, dann ging das gestern nicht, weil der beim letzten TÜV, warum auch immer, auf 40 km/h zugelassen wurde und wir wollen ja 50, also musste der TÜV neu. Dann wollten sie der hat 3400 irgendwas Stunden und wollten dann die 3.500 Stunden Wartung auch gleich noch mitmachen, was ja auch richtig ist.
sodass wir dann eigentlich wahrscheinlich dann morgen oder vielleicht Samstag oder spätestens Montag irgendwie so bei rum in den nächsten Tagen halt den Schlepper hätten abholen können und dann eben ausprobieren können. So, jetzt rief er halt an und sagte, ja, der ist nicht so, wie er bewertet war beim Osten. Da ist doch das eine oder andere Mängelchen dran. Guckt ihr den lieber vorher einmal an, bevor sie da anfangen. Ne? So, ist ja auch okay. Jetzt bin ich halt auf dem Weg dahin, um mir das anzugucken, ob das Preis-Leistung in irgendeiner Art und Weise, also sie sind natürlich, die wollen das ja alles fertig machen, wo ich sage, hier, pass mal auf, das und das muss gemacht werden, das wollen die ja tun. Das ist alles keine Frage. Und dafür, dass der jetzt schlechter aussieht, als er in einer anderen Filiale weit weg bewertet wurde, dafür können die natürlich auch nichts, also nicht falsch verstehen. Bin auch froh, dass er jetzt vorher anruft, dass ich mich nicht hinterher ärgere, aber trotzdem ist das jetzt irgendwie ein bisschen kacke für mich. Nervt halt, ne? Man schießt sich ja dann auch was ein und ich war mir ziemlich sicher, dass das dann auch taucht, weil die Bewertung war mit 1-1. Technisch 1, optisch 1. Natürlich hat der Gebrauchsspuren mit 3.500 Stunden, aber der ist 3 Jahre alt. Also der hat richtig Stunden gemacht. Der hat richtig richtig in 3 Jahren, der war Erstzulassung März 21. Ne? Der ist jetzt 3 Jahre zugelassen und hat 3.400 noch was Stunden gemacht. Also der hat schon Ackerfläche gesehen. Dass der denn nicht neu ist, ist klar. Aber wenn er jetzt, ja, wenn er schon sagt, guckt er das lieber an, ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt filmen soll, darf oder nicht. Ich werde ihn dann gleich fragen, ob das okay ist. Wenn nicht, dann lasse ich das. Und wenn ja, ne, dann werdet ihr es gleich sehen. Und wenn das gar nicht so schlimm ist, wie ich gerade befürchte, dann soll der auch kommen zur Feldprobe. Aber das wollte ich jetzt vorher sagen, weil ich will auch, habe auch keinen Bock hier, das noch wieder rauszuzögern und zu sagen, haha, hihihi und Überraschung, Überraschung, irgendwann kommt das und diese Inhalte, Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb jetzt offene Karten und wir lassen uns überraschen. Bis gleich. Ach, geht das jetzt hier schon rein? Nee. Gestehen, ich war hier noch nicht. Scheiße, da ich doch rein müssen. Hier nicht. Nicht. Hier? Ach, die Ampel muss weg, hier ist doch gar keine. Boah, hier ist die Zufahrt. Dann schauen wir mal. Liebe Grüße, hast du wirklich, das war die richtige Entscheidung von euch, dass ihr gesagt habt, lass uns den mal vorher anrufen, der soll sich den eben vorher angucken. Long story short ist, nee, ist nichts für mich, definitiv nichts. Schade, wirklich schade, aber kein gutes Gefühl bei der Maschine und da passt für mich Preis-Leistung überhaupt nicht zusammen. Das muss man ganz klar so sagen. Der hat ein paar Schönheitsfehler. Das ist ja, da kann man noch drüber wegsehen und da kann man dann ja auch noch ein bisschen hier polieren und da lackieren. Zum Beispiel waren da ganz offensichtlich Zwillingsbereifungen drauf und die Felgen hatten, und das war auf den Bildern nichts, das wussten die hier auch nicht. Ne? Das war auf den Bildern nicht zu sehen. Da ist das, wie das denn so ist, wenn man Zwillinge an die Felgen baut, schrabbeln die Felgen zwangsläufig ab. Das war bei unserem 414 zum Beispiel ja auch so. Da haben wir ja die Zwillingsräder für gehabt. Da haben wir auch immer beim Silofestfahren, beim Walzen hatten wir die auch immer dran. Und da war das genau dasselbe. Da scheuert dann der Lack runter. Wenn du es über viele Jahre selber machst, ist das eine Sache. Aber gekauft, gebraucht zu kaufen. Aber auch das, wie gesagt, ist ein Schönheitsfehler. Aber dann 3.500 Stunden Frontladerarbeit.
auf dem Großbetrieb in Ostdeutschland offensichtlich anscheinend mit gefüttert wurden. Da steckst du, da guckst du in nichts rein. Da guckst du ins Getriebe, guckst du, kannst du nie reingucken, man braucht einen Schlepper. Aber wenn da Frontladerarbeiten mitgemacht sind und so, also ja, es ist letztendlich jetzt auch Lachs. Also ich saß auf dem Schlepper, bin kurz ein bisschen hergefahren, ich hatte die Kamera in der Hand und habe überlegt, machst du jetzt an? Und habe gesagt, nee, das lass mal gleich sein. Es ist einfach, also da, es war von außen, als er in der Halle stand, im Grunde genommen für mich schon klar, dass das nicht meiner ist. Und der Eindruck oder das Gefühl, wenn man auf dem Platz hin und her fährt, kann man das auch nicht wirklich beurteilen, das ist so. Aber vom Gefühl her, nee. Und wenn das Bauchgefühl sagt, lass das, dann muss man das auch lassen. Was jetzt passieren wird, ist, dass wir wohl einen Vorführschlepper bekommen. Also vom Grundsatz her habe ich es nicht eilig. Ich wollte irgendwie vor der Ernte im Sommer was haben. Jetzt gerade wäre es für mich schön gewesen, weil ich halt gesagt habe, okay, wenn wir jetzt die Dämme selber weiter flügen können dann mit dem Beetformer zum Separieren. Und das ist, wir haben jetzt noch ein paar, warte mal, 1, 2, 3, also insgesamt noch mal fast 10 Hektar über den groben Daumen rausgesucht, wo wir gesagt haben, da müssen wir ausseparieren, da sind zu viele Steine. Und da würde ich das Flügen wohl gerne machen, weil das spart natürlich auch gutes Geld, wenn wir das selber machen können, anstatt dass der Lohner das auch macht. Passt nur nicht richtig zusammen, weil das dann nachher irgendwann parallel läuft. Das Kartoffelpflanzen, da brauchen wir den 7-18 mit dem Frontlader zum Befüllen der Pflanzmaschine. Und zum Beeteformen brauche ich zwingend RTK. Das haben wir ja nur, war das im vorletzten Video, da haben wir es ja nur gelernt, dass das, wenn das ein bisschen aus dem Kehr ist, schon scheiße ist und nicht hinhaut. Und deshalb hatte ich gedacht, okay, wenn das was ist, mache ich das und dann haben wir einen RTK-Schlepper dazu und dann können wir da sauber arbeiten. Das hatte ja, war in den Kommentaren ja auch schon öfter, ja Mensch, hier willst du nicht mal RTK nachrüsten beim anderen Schlepper und so? Nee, will ich nicht, das will ich auch immer noch nicht. Also dann, wenn alle Stricke reißen, dann lasse ich das Dammbeetform wieder machen oder ich frage einen Lohner, ob ich das mit seinem machen kann, dass ich zumindest meine Stunden da einsetze, Arbeitskraft. Aber dafür kaufe ich mir kein RTK-System und stecke das auf dem alten Trecker. Also das Thema ist für mich komplett durch. Das habe ich ja nur auch schon mehrfach gesagt. Deshalb war diese Idee. Ist jetzt aber nicht so, als bräuchte ich jetzt sofort unbedingt einen Schlepper. Ne? Also daher. So, jetzt haben die beiden aber eben gesagt, finde ich auch eine gute Idee. Mensch, wir haben Vorführschlepper. Der ist dann kleiner, aber das ist nicht schlimm. Ist völlig egal. Weil das Beeteform geht auch mit dem 7-18 hervorragend. Also der hat mehr als genug Leistung dafür. Haben wir ja auch gesehen. Und da war das ja auch nicht unbedingt zu trocken, als wir die geformt haben. Das ist alles kein Ding. Das wird wohl höchstwahrscheinlich ein 27 sein. Der hat 20 Stunden auf Uhr, also quasi nichts. Der ist neu. Und den können wir als Vorführer bekommen, beziehungsweise ein paar Stunden mieten, dass ich dann die Beete fertig machen kann. Das handelt, wir sprechen hier von, ist abhängig vom Wetter, ja maximal 4 Wochen, muss man ja so sehen. Also ich denke, in 4 Wochen muss das alles fertig sein, zumindest also das Dampfform, ne, das muss fertig sein. Das Pflanzen, ob das dann schon fertig ist, das sehe ich im Moment noch nicht bei dem Wetter, aber das muss dann fertig sein, also 4 Wochen Zeitraum. Ja, dann Vorführer, dann könnt ihr ja mal gucken, wie viele Stunden sie mir wohl freigeben wollen zum Rumprobieren. Und den Rest bezahle ich und das ist gut. Jo! Das ist das Ergebnis des Ausflugs. Jetzt ist es 12.40 Uhr. Ich kriege langsam Hunger. Mittag ist quasi durch und mache ich mir gleich was warm. Und dann machen wir den regnerischen Tag. Keine Ahnung wie und womit weiter. Ich weiß es noch nicht. Aber doch, ich glaube, das war absolut die richtige Entscheidung, da jetzt nee zu sagen. Also, bis gleich. Da ist das neue Pflanzgut. Sehr schön.
Dämmern, die Welt erscheint grau. Die Straßen sind leer und der Himmel so trüb. Doch wir sind nicht gestresst, nein, wir haben Zeit. Zum Berühren der Fremd ist bereit. Jens und Johann rühren wie die Weltmeister. Die Gülle wird zum Kreisler, der Fremd gibt alles. Moinsen, Freitag, 5. April. Bin mal eben zu einem weißen Schlag hier gefahren. Das ist. Wir wollen morgen eigentlich mal einmal eben Herbizidmaßnahme machen. Morgen ist ein guter Tag angeblich, laut Wetterbericht, und danach wieder nicht so geil. Wir haben hier zwischendurch schon relativ großen Scheiß zwischen. Aber es war ja, es ist jetzt letzte Rille. Man will ja auch nichts kaputt fahren, aber nun geht es nicht anders. Wir fahren ja in der Fahrgasse. Da an der Seite, die Fahrgasse wird wahrscheinlich nicht gehen. Da ist aber das wird man auf der Kamera jetzt nicht sehen, da am Busch, da stand Wasser. Da wollen wir mal gucken, ob wir eventuell noch Sommergäste nachdrillen. Ich weiß nicht, ob das zeitlich jetzt noch einen Sinn ergibt oder nicht. Keine Ahnung. Aber sonst sieht dieser Schlag und der Bestand wirklich gut aus, also da bin ich mir zufrieden. Der andere, da wo es nicht abgesoffen ist, im Moor, da hinten der große Schlag, der sieht auch gut aus, aber ja, da haben wir halt diese riesen abgesoffenen Stellen, wo platt ist. Ne? Da muss ich mir jetzt auch noch überlegen, da werden wir auf jeden Fall Sommergäste nachdrillen. Denn sonst gibt es Probleme mit dem Amtsschimmel. Ich weiß nicht, wie ich das ausmessen sollte, weil ich müsste es ja ansonsten beim Agrartrag rausmessen. Wie soll ich das machen? Ich weiß es nicht. Bei dem Wetter mit der Drohne fliegen kannst du auch nicht. Und Montag ist halt Antrag. Kannst du alles knicken. Mal schauen, ich überlege mir was. Beziehungsweise ich frage morgen eben den Berater, was er denkt. Jo. So, hier hat auch Wasser gestanden. Fahrgasse halt, ne? Aber wie gesagt, der Bestand ist so eigentlich ganz okay. Wir haben ja zwei Doppelzentner ASS raufgekriegt. Das war kein Problem mit Fahren. Dann ist hier vom Nachbarn Rindergülle raufgekommen. Das ging auch alles gut mit dem Schleppschlauch. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann, wenn es soweit ist, noch mal eine Pflanzensaftanalyse machen. Oh, und gegebenenfalls noch mal mit einem Blattdünger hinterherkommen oder so. Das müssen wir ja mal schauen. Preise sind ja ungeil, aber Weizenpreis steigt gerade. Ist noch lange nicht da, wo er hin muss, aber es ist die Tendenz zu erkennen. Das war ja schon deutlich unter 20 Euro jetzt. Gestern, wann habe ich E-Mail gelesen? Nee, heute Morgen habe ich schon gelöscht. 21 oder 2015? Ich weiß es nicht. Also muss noch ein bisschen nach oben, ne? Jo, ansonsten, wir fahren mal eben hier lang. Ist hier ackermäßig. Also, komplett Tothose, geht gar nichts. Hier steht das Wasser auf dem Weg. So, hier dieser Schlag, der läuft dieses Jahr hier ganz entlang. Wir fahren da mal einmal hoch, da von dem Busch. Und dann... Oh, den ganzen Weg bis zum nächsten Weg. Können wir noch mal kicken, weil hier ist ja auch schon Gülle hingekommen bis hier. Das Stück ging nicht, da ist eine richtige Lebensenke und bis hier ist auch geflücht.
Das war eigentlich der Schlag, wo ich anfangen wollte als nächstes mit den Beeten. Mit dem Beetformer. Aber ich brauch da nicht mehr auflaufen, da versack ich. Keine Chance. So, das alles gehört alles noch dazu. Bis hier irgendwo haben wir jetzt dauerhaft getauscht mit einem anderen aus dem Dorf. Der hat einen anderen Schlag von uns bekommen, wo er neben liegt. Das ist für uns beide gut. Und dieses Stück hier, das haben wir jetzt einjährig zu Kartoffeln, sodass jetzt der Schlag wirklich nice ist. Der geht jetzt, wie gesagt, von da ganz hinten vom Busch bis hier an den Weg ran. Und das kann ich euch gleich auch noch mal zeigen. Am besten wäre nicht auf dem Computer. Dazu erzähle ich euch erstmal noch mal eben was. Und zwar habe ich die Regentage genutzt und habe, also aus zwei Gründen habe ich das getan. Erstens, ich wollte eine Schlagkartei, die irgendwie intuitiver ist als alles Mögliche, was ich schon ausprobiert habe. Und wir haben ja immer noch sehr viel in Papierform gemacht, was auch absolut in Ordnung ist und auch ausreichend. Das ist cross-compliance-mäßig in Ordnung. Das ist bei den QS-Prüfungen immer in Ordnung. Das ist überhaupt kein Thema. Aber auf Dauer muss das ja mal irgendwie anders. Ich habe nur immer keinen Bock gehabt, alles doppelt zu machen. Und das war bislang immer so der Grund, warum ich noch nicht komplett auf digital umgestiegen bin. Jetzt habe ich mir was anderes angeguckt. Da hatte ich ja schon von erzählt. Das ist Next Farming. Ich weiß noch nicht, ich habe diese Live-Version, also das ist browserbasiert, habe ja schon festgestellt, dass mir da ein paar Dinge fehlen, die ich brauche. Und das geht, wenn ich das richtig gesehen habe, nur in der Pro-Version. Das ist dann Software, Desktop-Software, was so erstmal nicht schlimm ist. Gibt es auch App-Integration und Cloud-Speicher und all so Scheiß. Aber da steht gar nicht, was das kostet. Also diese Pro-Version, das muss ich erstmal irgendwie rausfinden. Und dann überlegen, ob ich mich damit jetzt weiter beschäftige. So vom Grundsatz her finde ich das sehr intuitiv. Ich war sehr schnell dabei, habe die Schläge alle eingezeichnet als Vorarbeit für den Agrarantrag. Ich habe kommenden Montag einen Termin bei der Landberatung. Das mache ich immer grundsätzlich mit der Landberatung, weil da will ich auch nichts falsch machen. Wenn du irgendwo einen Haken falsch setzt, dann ist schon gleich scheiße. Und deshalb lieber Vier-Augen-Prinzip und mit dem Berater einmal rüber gucken. Da haben wir sonst immer 2 bis 3 Stunden über den Daumen so grob gebraucht, 2,5 Stunden. Montag sind 2 Stunden eingeplant, weil danach kommt schon der nächste. Und normal oder die meisten machen das, da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, insofern ihr Landwirtschaft betreibt. Fahren wir da lang. Man macht einen Agrarantrag, dann hat man ja die Flächen alle piekfein eingezeichnet. Dann kann man sich da eine XML-Datei von exportieren und die kann man sich in seine Schlagkartei importieren. Und dann hat man in seiner Schlagkartei immer seine schönen Schläge. Vielleicht wechselt hier und da mal ein Schlag oder 2 im Jahr, aber ansonsten ändert sich halt die Fruchtfolge, aber die Schläge nicht. Das ist bei uns ja nun mal anders, da wir nur Kartoffeln und ein bisschen Getreide machen und die Schläge tauschen, damit die Fruchtfolge, dadurch ist dann wiederum die Fruchtfolge logischerweise eingehalten. Mein Nachbar baut dann Futter auf den Flächen und er wechselt das halt jedes Jahr. So, und ich will das eigentlich gerne, ich habe es ja jetzt erst gemacht und wäre das Wetter nicht so scheiße, hätte ich das auch gar nicht gemacht, weil dann wäre ich auf dem Feld gewesen. Aber nur war mal die Zeit, ich wollte das sonst im nächsten Winter dann in Angriff nehmen. Aber jetzt habe ich es fertig. So, und wie gesagt, ich war da sehr zufrieden mit. Und ich möchte das jetzt ganz gerne andersrum machen. Ich möchte gerne meine Schlaggeometrien, ich habe alle Schläge eingezeichnet. Und ich habe es sogar hingekriegt, das ist ein Abfallprodukt dessen, hört sich jetzt komisch an, ist viel geiler als ein Abfallprodukt. Ich habe es hingekriegt, die Schläge alle auf dem 718 raufzuziehen. Über einen USB-Stick, exportiert aus Next Farming, importiert auf dem Schlepper. So hat man jetzt auf dem Schlepper und dann habe ich das Ganze auf automatische Felderkennung gestellt. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Doch, ich war hinterm Haus, bin ich einmal rangefahren, da hat das funktioniert. Automatische Felderkennung, das heißt, wenn ich mit dem Schlepper jetzt zu irgendeinem der 2024 Schläge hinfahre, dann erkennt er das, wo er ist.
und zeige dann dementsprechend auch die Daten an. Schlaggröße und so weiter. Siehst du da die Schlaggröße, wenn ich noch mal rauskomme. Dazu gibt es dann halt auch eine App. Die App ist so eher so, geht so, also es ist okay. Es ist zum Gucken okay und man kann wohl auch mal Maßnahmen eintragen, aber schöner ist das dann zukünftig natürlich, wenn man das hinkriegt über Isobus, über die Pflanzenschutzspritze und den Düngerstreuer, dass das automatisch aufzeichnet. Das geht auch. So, jetzt wollen wir mal eben gucken. Da ist der Schlag. Nee, das ist der Weizenschlag. Moment. Da ist er doch. So, das sind jetzt 15,5 Hektar. Was daran liegt. Da steht's. Was da? Krieg ich das auch wieder weg? Ja. Da ist natürlich auf den Luftbildern sind die Windmühlen noch nicht. Und da ist ja eine Windmühle, Kamera-Display mal wieder an, eine Windmühle drin. Wie habe ich das jetzt wohl hingekriegt? Ich habe sie rausgezeichnet und das auch piekfein genau an der Grenze. Da habe ich schon lange drauf gewartet, dass man endlich mal Luftbilder findet, wo die drauf sind, weil das immer ein Gerate ist, beim Agrarantrag das einzuzeichnen. Und dann hat man auch immer zu viel ausgezeichnet, weil sicher ist sicher. Na, und da ist das Geile, muss ich sagen, hier sind auch alte Karten, wie man sieht. Also, das keine Ahnung von wann die ist, das benutzt hier Apple Karten, die App. Weiß ich nicht, warum das so ist. Na komm schon, hallo Kamera. Was ist denn hier schon wieder? So, Next Farming im Browser war ich extrem überrascht. Ich mache es auf. Zoom bei uns am Hof ran, weil da habe ich den ersten Schlag, da hatten wir die Kartoffeln gepflanzt bei der Erstinbetriebnahme von der Prios. Und da habe ich dann auch schon mal das Pflanzen mit der Unterfußdüngung eingetragen. Naja, jedenfalls sehe ich, da ist unser Zaun, den wir hinten auf der Weide, den haben wir letztes Jahr im Februar gebaut und die Bilder sind ganz offensichtlich eher aus dem Sommer. Also sind die Bilder bei Next Farming im Browser, zumindest bei uns in der Ecke, ein halbes Jahr alt. Richtig geil. Ich habe noch nirgendwo ein Luftbild gesehen, wo diese Windmühlen schon drin sind. Also muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Und dadurch konnte ich endlich die Schläge korrekt einzeichnen. Die Schlagkonturen und die Windmühlen samt der Zuwegung korrekt auszeichnen. Das freut mich echt. So, und deshalb auch möchte ich unbedingt jetzt ganz gerne meine eingezeichneten Flächen exportieren und die bei dem Agrarantrag importieren. Jetzt habe ich heute Morgen Google bemüht. Ich habe versucht, irgendwie irgendwas rauszufinden. Da habe ich eine PDF-Datei gefunden, wo die XML-Geschichte erklärt, beschrieben ist. Das muss in dem Format Geo. Oh. Mann, Moment. Wenn ich alles im Kopf habe, ne? Jetzt finde ich es nicht. Geo. Egal, es ist auch egal, es kennt eh kaum jemand die Abkürzung. Ich habe es heute den ganzen Morgen im Kopf gehabt. Egal, auf jeden Fall ein bestimmtes Format. So, jetzt kann Next Farming, kann XML Peakfine exportieren in verschiedenen Versionen, 3. irgendwas und 4.0 und Fendt und Hirsch und CNH und das geht alles. Aber eben nicht diese Geo-Dingsbombs-Datei. Habe ich das weiter gegoogelt, bin dann gestoßen auf QGIS, Open Source Mapping Software. Die Open Source klingt jetzt für manche vielleicht erstmal billig, ist es aber nicht. Wird tatsächlich auch von Behörden verwandt, das Programm. Und das ist, also ich habe es runtergeladen, ich habe es installiert und dann erschlägt sich das erstmal. Das ist sehr, sehr mächtig und man sieht auch erstmal gar nichts. Man muss dann erstmal die Ebenen, man braucht Overlays und man braucht erstmal eine Kartengrundlage und so weiter. Da habe ich mir dann Google Satellit eingepflegt, dass ich dann erstmal diese Satellitengeschichte drin habe. Dann habe ich Geo-Informationen
aus Niedersachsen noch gefunden, einen Map-Server, den ich einbinden konnte. Da habe ich aber nicht die Informationen gefunden, die ich haben wollte, aber es geht. Toll, es ist schön, dass es funktioniert. Da bin ich, falls das jemand weiß, ob man irgendwo auf einen Kartenserver zugreifen kann, wo man auch beispielsweise rote Gebiete und sowas mit in Kugels anzeigen kann, gerne Bescheid sagen, gerne auch in die Kommentare oder so. Das wäre nochmal piekfein, Wasserschutzgebiete, aktuelle, selbstverständlich rote Gebiete und sowas alles. Das wäre schon toll, wenn man das auch noch einblenden könnte. So, da wiederum konnte ich jetzt die KML-Dateien von Next Farming importieren. In Kugels rein, da habe ich auch alle drin. Das habe ich jetzt meinen kompletten Anbau 24 mit allen Schlägen habe ich jetzt in Kugels drin. Und von da aus GeoJSON oder GeoJSON, so heißt der Scheiß, genau. Und von da aus kann ich nämlich dieses Format exportieren. Aber da gibt es 5 Millionen verschiedene Parameter. Und ich habe keine Ahnung, welche richtig sind und welche nötig sind, damit man das denn in das Andi, in das niedersächsische Agrarantrags-Dingsbums da importieren kann. So, jetzt habe ich 2 Varianten exportiert und hoffe, dass eine davon am Montag funktioniert. Wenn es funktioniert, sitzen wir da 10 bis 15 Minuten. Wenn es nicht funktioniert, sitzen wir 2 Stunden. Und wenn es nicht funktioniert, müssen wir bei den Windmühlen wieder raten. Dann können wir die wieder nicht genau auszeichnen. Also dann habe ich aber zumindest, ich werde die Karte nochmal einmal als PDF exportieren und auch mitnehmen. Dann kann man zumindest, hat man einen Anhaltspunkt, das Luftbild, wo die Mühlen drauf sind, hat man zumindest einen Anhaltspunkt und kann das ein bisschen abzeichnen oder sowas. Aber eine andere Möglichkeit gibt es da dann tatsächlich nicht. Es ist so bekloppt, ehrlich. Digitales Zeitalter und die Schnittstellen, die passen alle nicht zusammen. Ne? Egal, ich bin froh, dass es auf dem Schlepper drauf ist. Finde ich voll gut. Bin ich schon mal, das ist schon mal geil. So, wenn das jetzt noch 100% genau wäre, was es natürlich nicht sein kann, wenn man auf Luftaufnahmen, wo jetzt zum Beispiel ein Wald ist, die Bäume überragen über die Feldgrenze, da kann man relativ genau zeichnen, aber nicht 100%. Geht nicht. So, und deshalb kannst du, weil in der Theorie könnte ich jetzt alle meine Spuren schon anlegen, die Fahrgassen und sowas alles, AB-Linien könnte man anlegen, sodass, wenn ich zum Feld hinfahre, nicht erst noch eine AB-Linie selber fahren muss, sondern ich kann direkt losfahren. Der Schlepper erkennt, aha, da auf dem Schlag ist er, auf der Seite ist er und Attacke, Etika einschalten, aktivieren und los geht's. Das ist natürlich geil. Aber dafür müsste ich die Felder alle genau selber mit Etika einmessen. Und da wäre natürlich dieses Jahr nichts mehr, ne? Aber langfristig ist das ein Ziel. Ich glaube, wir machen gleich Feierabend und dann ganz weggeschifft. Bis morgen. Wochenende. Ist das schon so weit, ja? Ja, guck dir das Wetter doch mal an. Ja. Oh, das meiste fällt gerade vorbei. Aber es regnet trotzdem noch. Mann, ey. Ja. Das ist zum Kotzen. Und doch bald Reis anpflanzen oder irgend sowas. Hm. Kartoffeln schmecken aber besser. Ja, moin. Samstag. Datum wollt ihr auch wissen, ne? 6. April. Heute ist Müllsammelaktion im Dorf vom Heimatverein. Und Ina und die Kids sind schon da. Ich war da eben auch schon, deshalb habe ich hier auch schon meine Verkleidung an. Habe eben festgestellt, dass es sinnig wäre, nochmal ein Auto mitzuhaben, damit wir uns besser verteilen können in der Gemarkung und auch möglichst viel Müll finden und mitkriegen. So, später. Es gibt einfach zu viele Arschlöcher auf der Welt. Mann, das ist nur eine Stelle hier im Busch. Oh. Der hatte nur noch TÜV. Bis Juni 23. Wer schmeißt denn hier sein Kennzeichen runter in den Wald? Sammeln beendet. Gleiches Mittag. Und jetzt guck mal da. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Guck mal da. Wir haben 2 Bats auf dem Hof, ein kleines Esel vor uns, da ja wunderbar. Jo.
Herz auf dem Hof. Ein kleines Esel vor und ist da ja wunderbar. Wir haben zu weit auf dem Hof, ein kleines Esel vor und ist da ja wunderbar. So, damit sind wir auch gleich durch. Und ansonsten passiert heute nicht viel, außer, wie ich gestern, glaube ich, war das gestern, gesagt habe, Pflanzenschutz. Ruhe! Vater ist unterwegs, fährt in den Winterweizen nehmen wir einmal ab. Wir nehmen da jetzt 50 Gramm Broadway Plus. Das sollte passen. Und dann gucken wir uns das die Tage dann mal an, ob das gepasst hat. Ne? Erinnere mich dran, dass wir dann nochmal hinfahren. Sommerwetter heute, das ist echt angenehm. Schön warm und heute auch mal trocken. Aber der Wetterbericht, Leute, nichts gut. Nichts gut. Also bis das Wasser hier weggezogen ist. Kinder, Schraubendecken, Holzbretter, Kram zusammen. Bis das Wasser weggezogen ist. Das dauert. Das dauert. Beim Müllsammeln sind wir da hinten einmal eben lang gekommen heute Vormittag. Da steht das Wasser innen rein. Das kannst du komplett knicke. So, ansonsten, was die Schlepperthematik angeht, da hat er mir gestern noch mal eben geschrieben. Und wir bekommen jetzt einen Vorführer. Vorführer / Miete. Zum Beteformen. Das ist ein 27. Gen 6, der hat 25 Betriebsstunden runter, also ist quasi neu. Ne? Und der hat auch Vollgas alles. Der hat ein Frontlader dran, das brauchen wir ja alles gar nicht. Aber ist egal. Erstmal dicke Grüße da nochmal Richtung Schröder, dass das jetzt klappt. Das ist echt super. Dann können wir nämlich, weil das, wenn es wieder zu Ackern geht, da wird alles parallel laufen müssen. Also erstmal müssen wir noch ein bisschen Gülle fahren, aber wenn das dann soweit ist, dann müssen wir pflügen, pflanzen und Beete pflügen. Alles auf einmal. So, und deshalb brauchen wir dann, weil der Frontlader Schlepper, der aktuell ja der einzige, scheiße, Willi ist ausgebüxt. Oh, der Idiot. Der Frontlader Schlepper der einzige ist, der RTK hat und wir das zum Beteflügen hier brauchen. Passt das wirklich? Passt das wirklich? Gut in Kram jetzt. So. Willi, du alte Natter. Der ist auch so doof, ne? Der streckt seinen Hals aus und knabbert am Gras hier auf dem Weg und irgendwann aus Versehen rollt er dann da unter durch. Das macht er nicht mit Absicht, aber es ist trotzdem blöd. Einmal auf. Ja, nee, Maja, du sollst nicht rauskommen. Ich will die anderen rein haben. Willi. Ja, kommt doch alle kurz raus. Mann. So, komm, geh zurück. Hier ist auch alles nass, ne? Abflug. Hey! Komm, geh, wo du wohnst. So. Mann, ich hab euch doch gerade was gebracht. Gottes Willen. Scheiß Schlamm hier. Mal gut, dass ich das provisorische alte Pferdegitter hier hingestellt habe. Sonst wäre Willi schon wieder vorne gewesen. So, genug gesabbelt, Schluss für heute. Ich denke mal, bis Montag. Moin, Montag, 8. April.
Viertel nach neun. Ich sitze ja schon wieder fast eine Stunde hier an diesem Computer. Eben gerade noch mit Vater einen Krisenrat gehalten, was wir machen. Heute, ich habe eben mit einem Nachbarn gesprochen, der hat den Güllewagen, unseren Güllewagen, den wir zusammen haben, hat er hinter der. Kommt heute Nachmittag mal eben zu einem Schlachter, wollen wir Wasser abpumpen, weil das, da läuft das überhaupt nicht weg. Dass es ein bisschen abtrocknet, wie wir jetzt weiterkommen. Also separieren wird nicht gehen, es ist immer noch wieder Regen angesagt. Der eine Schlag, wo wir Wasser absaugen wollen, da könnte ein Großteil in der Theorie am Wochenende gepflanzt werden. Da wollen wir nicht separieren. Es kommt drauf an, wie viel Regen jetzt kommt. Ne? Letzte Nacht war wieder Regen, ich weiß nicht, irgendwie 10 Liter oder sowas. Ich habe nicht geguckt. Es ist nicht schön. Und in anderen Teilen Deutschlands ist schon wieder Dürre. Ne? Also es ist unglaublich, es ist echt krass. Ich wollte aber noch was dazu sagen. Und zwar hatte ich, glaube ich, angedeutet, dass ich in meiner Schlagkartei, Moment, die mache ich auch nochmal eben auf, in meiner Schlagkartei ja alle Schläge dieses Jahr schon eingezeichnet hatte und habe die daraus exportiert und in QGIS importiert und wollte diese Dateien dann wiederum exportieren, damit ich die im Agrarentag verwenden kann, um da nicht alles neu einzeichnen zu müssen. So, da hatte ich mich ja zum Beispiel gefreut, ich zeige euch das mal eben hier, ich scroll mal eben rein, dass in der Schlagkartei, in den Luftbildern, die sind sehr aktuell, dass da hier schon die Windmühlen drin sind und so konnte ich das hier schön rauszeichnen. Das habe ich dann exportiert, wie gesagt. Dann habe ich das in, warte mal, QGIS aufmachen, in QGIS importiert. Das ist jetzt hier in QGIS. Das habe ich als Shape-Datei. Ich hatte das vorher anders gemacht und da hatte ich dann nach Recherche festgestellt, dass das wahrscheinlich im Agrarentag nicht funktionieren wird. Jetzt habe ich das als Shape-Dateien, alle Schläge hier, da zum Beispiel, da ist, den haben wir schon gepflanzt. Das ist der große Schlag, den wir gepflanzt haben. Da ist da, wo was abgesoffen ist. Das ist der Winterweizenschlag. Und Moment, da ist der Winterweizenschlag, bei dem wir bei der letzten Aufnahme oder wann war es, wo wir hingewiesen sind, wo wir geguckt haben. Da haben wir jetzt ja, was ich sagte, Pflanzenschutz, Herbizid, 50 Gramm Broadway Plus gespritzt. Naja, und so sieht's aus. So, jetzt habe ich mir als Layer nochmal nach Googlen hinzugefügt, die Feldblöcke Niedersachsen, habe ich ein WMS gefunden. Klicken wir da mal auf aktivieren, damit die angezeigt werden. Und siehe da, die haben tatsächlich schon die Mühlen in den Feldblöcken ausgezeichnet. Die gelbe Linie sind die Feldblöcke. Das ist schon mal sehr nice. Also selbst wenn wir es jetzt nicht importieren können, wird es dieses Jahr alles ein bisschen einfacher. Und wie man sieht, habe ich das ziemlich gut eingezeichnet. Hier und da sind ein paar, da ist ein Versatz zum Beispiel. Da habe ich gemalt, dass wir da ackern. Das war offensichtlich falsch. Da ist die Feldgrenze hier. Aber im Großen und Ganzen habe ich das relativ gut hingekriegt. So. Pi mal Auge in der, Moment, wo ist es, da, na, wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, da hatte ich diesen Keil hier mit reingezeichnet, das müsste ich jetzt eigentlich nochmal ändern, Moment, warum geht das jetzt nicht, warum kriege ich jetzt den Punkt nicht, ach, scheiß Browser-Anwendung hier. Stammdaten, Schläge. Den noch ein bisschen rüber. Jetzt muss es gehen. So, jetzt nehmen wir hier den Pimmel noch ein bisschen raus. Ziehen das da ein bisschen ordentlicher. So, speichern. Jo. So, dann wäre das demnächst auch korrekt. Dieser Bogen hier, das weiß ich jetzt nicht. Ja, doch, der ist da auch. Ja, schön. Also, das ist jetzt aber im Export nicht schlimm, weil diese kleine Pimmel, das können wir dann, wenn wir den Agrarentag, ich habe um 10 Uhr Termin, jetzt ist 9:20 Uhr, können wir das da auch noch eben einmal anpassen. Ne? So, Feldblöcke wieder ausblenden. Jo, also das dazu. Wenn ich auf dem Rückweg bin, werde ich euch berichten, ob das geklappt hat. Also es wäre wirklich wünschenswert, wenn das hinzukriegen ist. Wenn das dieses Jahr nicht hinzukriegen ist, dann fummel ich mir das im nächsten Winter so weit zurecht, bis das geht. Das muss einfach gehen, weil ich habe keinen Bock auf diese doppelte Arbeit. Und wie ich auch schon erklärt habe, ich möchte das halt nicht andersrum machen, weil ich brauche das Material vorher. Weil mein Ziel ist jetzt eigentlich, dass wir alle Schläge, die jetzt hier eingezeichnet sind, beziehungsweise so in der Schlagkartei mit den Grenzen und so weiter, die möchte ich eigentlich dann alles nochmal komplett korrekt einmessen mit RTK, dann wiederum importieren
Und dann könnte ich nämlich auch dabei gehen und mir die Spurlinien alle schon anlegen im Winter. So, und das dann auf den Schlepper ziehen und dann in der Theorie könnte ich dann, selbst die AB-Linien müsste ich nicht mehr fahren, sondern könnte das in der Theorie, wie gesagt, davon nehmen und auch dem Lohner geben. Also das wäre schon geil. Also das ist jetzt so mein Vorsatz für spätestens nächstes Jahr. Ne? So, ich packe jetzt meine 7 Sachen zusammen und dann geht's los zur Landberatung. Bis gleich. Fertig. Also, um es kurz zu fassen, Arschlecken geht nicht. Die haben die, ich hatte ja diese PDF-Datei gefunden, wo die Schnittstelle beschrieben ist, aber das wurde abgeschafft, weil die Angst hatten. Also im Grunde genommen, wahrscheinlich hatte man keine Lust, Geld in die Hand zu nehmen, um sich um Datensicherheit zu kümmern. Und deshalb hat man die Importfunktion abgeschafft. Weil das könnte ja zu Sicherheitsproblemen führen, wenn da jemand in der Upload-Geschichte irgendwie irgendwas hochlädt, was man da nicht hochladen soll. Ne? Dass man sowas aber auch prüfen kann, ist auch klar. Aber wie gesagt, vielleicht ist das einfach zu teuer gewesen. Und man hat gesagt, die Bauern können aber die Arbeit auch gerne doppelt machen, ist ja egal. So. Das war der Pferdefuß, aber das Gute war dadurch, dass ich das alles ja schon, wir haben uns dann in meinem Acker-Schlag-Account da eingeloggt und haben dann auf dem Zweitbildschirm dann meine ganzen Karten gehabt. Ich hatte noch die Flicknummern alle dabei, sicherheitshalber, Gott sei Dank habe ich das dann kugels noch rübergelegt gehabt. Und dadurch war das jetzt eine Netto-Antragszeit von einer knappen Stunde. Ist so, ist okay, ging gut von der Hand, also nur hätte dieser Import funktioniert, dann hätten wir wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Ja, später. Leute, die gewonnene Stunde beim Agrarantrag habe ich gleich wieder reinvestiert. Also ich habe sie quasi schon wieder ausgegeben und war noch schnell beim Barber. Ich weiß, ich habe letztes Mal gesagt, dass, ich glaube ich zumindest, also wenn ich es nicht gesagt habe, habe ich zumindest gedacht, das ist jetzt das letzte Mal Barber und das geht erst wieder dahin, wenn die Kartoffeln in der Erde sind. Aber dadurch, dass sich das alles so hinzieht, habe ich gedacht, scheiß was, jetzt aber das letzte Mal, bis alle Kartoffeln in der Erde sind. So. Und Vater ist heute Morgen zum Abschmecken gefahren mit dem Flug. Und was soll ich sagen, der eine Schlag, da ging das. Also nicht alles, um Gottes Willen, aber eine ganze Ecke. Sodass wir um 14 Uhr, also Mittag ist schon durch, 14 Uhr Kartoffeln pflanzen. So weit, wie es halt geht. So, das Ganze artet jetzt ein klein bisschen den Stress aus. Wir haben es gleich 2:30. Ich lade jetzt gerade... die Kartoffeln auf. Dann fahren wir den Kartoffelwagen hin, fahren wir nach Hause, holen den Dünger. Aber der Dünger ist alle. Also nicht ganz alle, aber der reicht nicht mehr für heute. Das heißt, ich fülle erstmal alles auf, warte bis Vater soweit ist, dass er mich ablösen kann. Und dann fahre ich los, Mischdünger nachholen. Zumindest ist das jetzt so der Plan. Gut. Es muss irgendwie weitergehen. Wir hängen jetzt schon, wie alle, wo es zu viel regnet. Ich weiß, es gibt auch ausreichend Gegenden, wo es schon zu trocken ist. Aber bei uns ist es halt zu nass. Und das ist nicht nur bei uns so, das geht vielen so. Und da muss man jetzt einfach sehen, dass man weiterkommt. Dass man irgendwie irgendwas mal fertig kriegt. Und da fällt mir auch gerade noch ein, ich hatte das Video von Lars geguckt. Peters. Und er hatte sich ja da kräftig versenkt beim Güllefahren. Und das war ihm auch noch so unangenehm. Natürlich ist das nicht geil, ist scheiße, aber das geht jetzt nicht anders. Aber da muss man sich jetzt nicht so ein Lars macht ja nicht so einen Riesenkorb.
das gehört dieses Jahr einfach dazu. Es geht nicht anders. Und die Leute, die das nicht verstehen, die verstehen die ganze Landwirtschaft nicht. Ist so. So, Kartoffelladen. Als ich den Trecker abgehängt habe, um mit dem GPS zu spielen, ist mir die Deichsel rumgezogen. Geht aber. Kartoffelwagen, Düngerwagen. Ganz viele Krümel sind da nicht mehr drauf. Ich hoffe, das reicht wenigstens für einmal voll machen. Und jetzt wird der Pflanzer jeden Moment hier sein und dann testen wir das mal an. Wir schmecken das mal ab. Verdammt, fährt da hinten noch mit dem Grubber. Jens kommt gleich noch.
Weil der Nachbar kommt im Güllewagen, die haben den hinter. Da hinten, ganz in der Ecke, da steht Wasser. Mal gucken, ob wir da was von wegsaugen können, damit das irgendwann nochmal abtrocknet. Weil so wäre das hier irgendwie nicht trocken von alleine. Aber das hier sieht ganz ordentlich aus. Wir können ja mal eben... So. Ich wollte eigentlich gerade mit euch aufs Feld laufen, aber jetzt fahren wir. Fadan rief gerade an, er hat einen großen Stein gefunden. Bauen die Schaufel mal eben wieder an und gucken mal, ob wir den wegkriegen. Wir befinden sich auf folgendem Feld, Galgenacker. Das funktioniert ja schon mal. So, wo ist der Stein? Da. Also groß ist er aber nicht, oder was? Aber doch schon ganz schön schwer. Junge. So, Junge ist auch da.
drehen. 700 Kilo wollen wir haben. Das ist jetzt schon richtig kaputt Wetter. Ohne Jacke zieht das und sackst dann auf. Mit Jacke ist zu warm. So, Jürgen fährt er jetzt einmal lang AB-Spur ziehen. Die ersten zwei oder drei Bahnen, die könnten jetzt kriminell werden. Wir halten uns dann gleich alle die Augen zu und in zwei spannen wir diesen Schlepper davor und ziehen das durch. Das ist nur da an der Seite. Der Rest ist gut. Würde ich jetzt behaupten. Aber gut, wir werden sehen. Und wenn es so ist, dann hat Lars, ne, Biopeters, was zum Abgucken. Ach nee, ihr habt das ja auch schon dieses Jahr gehabt mit zwei Schlepper vom Pflanzer. Und da hast du gesagt, Rüpper-Style, Mensch. Dann behaupte ich jetzt einfach mal, das wäre Biopeter-Style, falls wir es gleich machen. So. Bin gespannt. Wir fahren da einfach mal nebenher. Ich meine, gut, wenn er sich bei der AB-Linie jetzt schon festsemmelt, dann, dann haben wir ein Problem. Aber das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Also da kriegen wir auch Kartoffeln. Dieses Jahr, das ist da noch richtig nass. Das sieht man, ohne darüber zu fahren. So, Jens und Nachbarn, die sind im Moment auch da hinten jetzt am Absaugen. Die sind vorhin vorbeifahren hier. Ich hoffe, dass das ein bisschen hilft. So. Wir stecken die Kartoffeln in die feuchte Erde, auf dass es bald was werde. Wir arbeiten Hand in Hand, während die Politik fährt uns an die Wand. Bei Rüpers geht's endlich wieder los. Wir pflanzen Kartoffeln hier ganz groß, auf dass sie wachsen und gedeihen und uns im Herbst volle Teller verleihen. Geht's endlich wieder los. Wir pflanzen Kartoffeln hier ganz groß, auf dass sie wachsen und gedeihen und uns im Herbst volle Teller verleihen. Mir so ein Storch. Was hier denn? Alter! Was ist denn hier? Nee, das geht nicht. Was ist hier denn? Muss er die Spuren freilassen, hat keinen Zweck.
Ich weiß ja nicht, wie Vater hier den 818 mit dem 6 Meter grober durchgekriegt hat, aber das geht nicht. Keine Chance. Also, der Plan ist folgender. Wir lassen die ersten vier Bahnen liegen, fahren jetzt die fünfte Bahn, da kommt eine Fahrgasse und da sieht es dann trocken aus. Das sollte eigentlich hinhauen. Mal gucken, ob Jürgen jetzt alleine rauskommt. Er meinte eben, geht. Ja, also fünfte Bahn rein, Fahrgasse pflanzen und dann irgendwann diese vier Bahnen hinterher. Da hat ja gar keinen Zweck hier. Junge, 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 Junge. Oder fahren wir da rückwärts? Das hat ja auch keinen Zweck, ey. Ey, wir lassen das frei. So, eigentlich ist der Plan jetzt, dass Vater mich hier jetzt ablöst und ich mit dem 718, mit dem 716, mit dem ist er gerade hergekommen, losfahre, Dünger holen. Ach, wenn das da jetzt auch schon nicht geht, dann weiß ich auch nicht weiter. Mann, das muss gehen. Fuck. Das gibt's doch nicht. Fuck, ey. So braucht man nicht weitermachen, wenn das jetzt jede Bahn so ist. Da hat ja gar keinen Wert. So, da geht's wieder. Das ist da die eine Senke. Aber ich war fest der Überzeugung, dass das hier in der fünften Bahn geht. Aber hier sieht das ja auch schon wieder so aus, dass das nicht gehen will. Mann, scheiß die Wand an, ey. So, hier Fahrgasse. Aber da kannst du das sehen hier, ne? Kacke. Ah! Das ist ein Stein. Der muss mit weg. Dünger holen. Ja, wir waren gerade Wasserpumpen hinten, habt ihr ja gesehen. Stand da so viel Wasser, das haben wir da rausgeholt. Der Rest muss jetzt erstmal abtrocknen da. Ja, und hier sind sie am Pflanzen wieder. Auch nicht verkehrt. Johann fährt vorweg. Vorsichtshalber zum Rausziehen, falls er sich hier festfahren sollte.
Ja, eine Zahl ist nichts. Ne? Die Zeit muss jetzt so genutzt werden, wie sie kommt. Anders geht das leider nicht. Oh, könnte ein Anruf werden. Telefon. Pflanzen wieder Ruhe mit dem Erholen. Jetzt haben wir auch schon 16 Uhr. Wird wohl jetzt langsam Zeit. Ne? Also wenn das Pflanzen jetzt ging, müsste der Dünger in der Maschine jetzt leer sein. Also Hackengas. Das hat alles keinen Zweck. Wir hören jetzt auf, er fährt noch zwei Runden, dass der Pflanzer halbwegs leer ist. Wir müssen aber jetzt Gott sei Dank nicht die ganze Maschine sauber machen. Die lässt er jetzt erstmal so stehen bis Mittwoch. Ich habe jetzt erstmal Mittwoch, haben wir so grob nochmal anvisiert, Mittwochmorgen. Es ist zwar leicht Regen angesagt, morgen und Mittwoch, aber insgesamt 0, gehe ich erstmal davon aus, dass mehr wegtrocknet als dazu kommt. Und dann soll das dann gehen. Das hat so keinen Wert mehr. Jetzt gerade geht's, aber da kommt denn da jetzt nach 3-4 Bahnen noch und dann kommt da wieder so eine Stelle, wo das nicht so geil aussieht. Nee, schade, aber nee. Ja. Kein Zweck. Ist zu nass. Ist zu nass. Ja, wir hören jetzt auf. Mittwoch. Mittwoch nochmal versuchen. Hier, guck mal, was Jens gebaut hat. Oder hast du das schon gezeigt? Nein, habe ich. Guck mal, was Jens gebaut hat. Fein Besenhalter, Schaufelhalter und eine Dose für Kleinkram. Ja. Voll geil. Da würde, wenn man richtig schlechte Laune hat, auch ein Schnaps reinpassen. Das geht auch, ja. Cool. Notfalls brauche ich noch einen Halter dafür. Ja, alles klar. Warst du schon bei Viechers? Ja, ich habe nur Wasser gerade am Laufen noch. Ah ja, ja, top. Gut, dann machen wir gleich noch ein Feierabendbierchen. Wir hängen noch mal eben den Anhänger ab. Ich schmeiß noch einen Keil. Den IBC noch mal voll gemacht.
hier was zu saufen kriegen und wir gucken noch mal eben hier auf die Dämme. Ich habe die Hoffnung, dass am Mittwoch, Donnerstag hier vielleicht bei kann. So, von dem Wasser hier am Vorgewende lassen wir uns jetzt mal nicht täuschen. Ach, scheiße. Nee. Ja, oder auch nicht. Heiliger Bimbam. Oder auch nicht. Fuck. Da brauchen wir dann Steuer. Ja gut, hier vorne, das ist natürlich scheiße. Aber da hinten, das muss doch bald gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Oder auch nicht. Mann, nee. Moin. Heute ist Dienstag und ich glaube, das ist der 9. Ich habe eben eure Bestellung abgepackt und jetzt bin ich noch mal eben ganz kurz gucken, ob wir, wo wir weiterkommen. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier dann als nächstes fliegen. Scheiß die Wanne. Also es nieselt schon wieder. Es soll heute nicht so viel Regen geben, aber es regnet. Also es nieselt. Wir kommen einfach nicht voran. Also normalerweise müsste das hier gehen. Da, wenn ihr euch daran erinnert, hier hatten wir ja Gülle gefahren und da hinten ist ein Graben. Und dahinter ist noch ein Stück. Das hintere Stück wird definitiv noch nicht gehen. Ja, hier vielleicht, keine Ahnung. Ich will mir das dann nochmal angucken. Wenn das Pflügen in Gang ist, ob wir hier ohne zu separieren dann noch pflanzen könnten. Das hintere Stück, das ist so steinreich, da muss definitiv separiert werden. Hier weiß ich es nicht. Aber ich, da liegt schon so ein Brocken. Eigentlich muss das auch, ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass er nicht nur wir hinterher hängen, sondern alle. Und somit auch Florian mit dem Separieren. Oh, ist das schon wieder ein Kackjahr, echt. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, ne? So, das nächste Stück. Da ist allerdings auch noch keine Gülle hingekommen. Da kommen wir gleich dran vorbei. Hier. Könnte man hier auf diesen kleinen Tüdelkram wahrscheinlich Gülle fahren. Da hinten am Busch weiß ich nicht, ob das geht. Das geht einmal hier dieser schmale Streifen gerade hoch und dann so breit wie dieser Busch ist, dahinter links noch weiter. Aber ich weiß nicht, ob das schon geht. Ich weiß es nicht. So, und dann haben wir hier vorne rechts ja gleich noch das eine Stück, wo schon Gülle hingekommen ist. Aber da wird das jetzt auch zu nass sein. Da. Nachmittag, da wo wir gestern das Pflanzen geübt haben, fährt dann nachher hin und flücht so weit wie es geht. Da war an einem hinteren um eine Ecke rum, da wird es nicht gehen. Da haben sie ja gestern noch, war Jens ja mit dem Nachbarn da das Wasser weggepumpt. Da brauchen wir noch nicht hin, aber zumindest, dass wir die langen Ecken, dass wir die schon mal fertig kriegen und vielleicht ja morgen auch gepflanzt. Also wir haben ja jetzt morgen wieder angesetzt zum Pflanzen. Ist jetzt einfach abhängig davon, wie viel Wasser jetzt runterkommt von jetzt bis morgen früh. Laut Wetterbericht nicht so viel, aber der Wetterbericht hat sich auch schon wieder geändert. Nächste Woche auch Regen. Macht irgendwie gar keinen Spaß gerade.
wollte eigentlich noch in Osterfesede gucken. Aber so wie das hier aussieht, braucht man da gar nicht hinfahren. 18 Hektar. Du kommst mit nichts, kommst du weiter. Nichts geht. Jens ist da hinten am Altmetall sortieren. Schlepper stehen alle auf dem Hof. Wolken. Uschi, was ist los? Du glaubst, du sollst rein, ne? Musst du gar nicht. Bleib doch, wo du bist. Mir doch egal. Ja, das Einzige, was den Tag heute noch ein bisschen erhellen wird, ist, dass der Vorführer nachher kommt. Haben wir gerade geschrieben, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr werden sie wohl hier sein. Das ist auch mal nice. Da können wir uns wenigstens auf ein bisschen was freuen. Dreckswetter. Sag auch mal was dazu. Oh. So, liebe Leute. Da gucken wir uns mal einmal um. Was haben wir denn da? Ein neuer Schlepper. Mit, wo zeigen wir die Stunden an? Da, 26,3 Betriebsstunden. Fend One einfach. Ein Power Plus. Power Plus bedeutet abgespeckt im Vergleich zum Profi Plus, also den, den ich mir neulich angeguckt hatte, der gebrauchte, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist leider denn doch nichts. Das war ein Profi Plus. Muss aber dazu sagen, dass sie von der Ausstattung die Power Plus Variante für uns, was wir hier machen wollen, eigentlich ausreicht. Wir haben von der vom Parallelfahrsystem im Grunde alle Funktionen, die wir brauchen, mit Konturassistent und den ganzen Gelumpe, was man so brauchen kann, ist alles drin. Unterschied ist einmal vorne, wir gehen gleich noch einmal außen gucken, vorne, da fehlen ein paar Scheinwerfer, das sind die kleinen Spiegel, die man hier nicht aus der Armlehne heraus elektrisch bedienen kann. Habe ich eben aber auch schon zu ihm gesagt, ich sage, wenn man den dann mal kaputt macht, dann kostet das aber auch nicht gleich so ein Riesenvermögen, sondern nur ein kleines Vermögen, weil die Spiegel können halt gar nichts, außer dass man da reingucken kann. Ganz ehrlich, alles andere ist nice to have, aber ist jetzt auch nicht zwingend muss. Bedienung, das gucken wir uns alles an, wenn wir unterwegs sind. Eigentlich hatte ich ja vor, irgendwie morgen, übermorgen Dämme weiter zu formen, zum Separieren. Ob das jetzt wettermäßig, ob das noch hinhaut, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber das machen wir, zeige ich euch dann, wenn wir in Gang sind. Das ist jetzt trocken, brauchen wir da nicht beigehen. Wir gucken einmal eben von außen, damit ihr das auch gesehen habt. Was ich eben schon feststellen musste hier, ne, nix Radio, aber dafür höre ordentlich ein Staubbach mehr. Ist natürlich auch ganz toll, Radio haben wir irgendwo damit. Wo ist es denn? Da. So, da haben wir hier sogar DAB Plus. Und ich habe eben schon festgestellt, dass das, dass es sogar funktioniert. Also man soll sich wundern, dass wir hier sogar DAB Plus Empfang haben. Die gucken wir eben von außen. Ich mache die Gurke mal eben einmal aus, damit er nicht so bürken muss. Also, jetzt regnet es nämlich gerade nicht. Wie gesagt, ein 27, 200 PS, hat Frontladerkonsolen. Der hat ursprünglich einen Cargo-Frontlader dran, Fan-Frontlader, so einen wie wir auch haben. Den haben sie jetzt runtergenommen, weil, ne, brauchen wir ja nicht. Frontkraftheber, Frontzapwelle, das hatte der Gebrauch, den ich mir angeguckt habe, nicht. Ist nice to have, ist für mich bei dem Schlepper für die Verwendung auch nicht unbedingt erforderlich, aber wie gesagt, ist ja nicht schlecht. So, dann haben wir hier den Schnellkuppler für den Frontlader. Das ist alles wie bei unserem 718, da ist nichts anders. Ne? Was hier anders ist im Vergleich zu der Profi Plus Variante ist, dass hier die Scheinwerfer fehlen. Könnte man nachrüsten, kann man auch lassen. Auch da für unsere Anwendung sind die Arbeitsscheinwerfer, die wir da dran haben, sehr wahrscheinlich mehr als ausreichend. Das werden wir aber feststellen. Wir werden das Ganze im Dunkeln natürlich auch ausprobieren, um zu sehen, wie die Ausleuchtung ist. Vorführ- und Mietparkmaschine, ne, auch klar. Hat Radgewichte drin, 300 Kilo. Dann haben wir hier Trelleborg-Reifen, 710er, 710, 70, 38. Und was haben wir vorne? 665, 28er. Reifenregeldruck leider nicht. Dann haben wir hydraulischen Oberlenker.
Das Pflichtprogramm, ne? Ohne wollen wir gar nicht wieder arbeiten. Dann haben wir Blau und Gelb, was ursprünglich sonst vorne drauf ist für den Frontlader. Einmal Rot und dann hier einmal Grün. In Grün haben wir jetzt den Oberlenker eingesteckt. Von den Steuergeräten her, ja, also müsste auch reichen. Eins mehr ist natürlich schön, aber solange da nicht dauerhaft ein Frontlader dran ist, reicht das auf jeden Fall. Wenn man da jetzt dauerhaft Frontlader mitfahren wollen würde, würde ich tatsächlich ein Steuergerät mehr nehmen. Aber so ist das völlig okay. Da haben wir K80, Kugelkupplung dran, Automatik, Zugmaul, auch alles Standard, kennt man auch von den anderen Schleppern, die wir haben. Seitenbedienung ist auch wie beim 718, Heckhydraulik, Heckzapfwelle. Einzuprogrammieren für den hydraulischen Oberlenker, plus minus. Ja, dann hat er Warntafelpaket hier für Überbreiter, kann man ausklappen. Brauchen wir auch nicht. Ja, und das war's außen. Das war's außen eigentlich schon, ne? So, dann nochmal einmal kurz von oben, was ich vergessen habe zu sagen. Unterschied. Wir haben hier, Fendt nennt es hier, also es sind die für die Steuergeräte die Bedienung. Fendt nennt es jetzt ja Rocker. Warum auch immer, aber wir haben hier zwei in der, das ist die Power Plus Variante, wie ich gesagt habe, in der Power Variante ist sie glaube ich sogar keiner, meine ich, und nee, doch, ich will nichts Falsches erzählen, vielleicht doch ein Rocker, aber der Joystick nicht, das ist Setting 2, in Setting 2 hat man hier den Joystick, dann gibt es Setting 1, da ist dann, ich weiß nicht, wie es bei der Power Variante ist, ehrlich gesagt, bei der Profi Variante hat man dann nur so einen kleinen Tüdel Knöpter, wie wir den auch schon kennen. Entschuldigung. Hier, wie gesagt, Setting 2. Und wenn man mit dem Frontlader arbeiten will, ist das schon nicht schlecht. Wir haben hier auf der Rückseite so einen Kipphebel. Da können wir in der Kulisse hin und her schalten. Das heißt, wir können auch andere Steuergeräte drauflegen und die dann auch damit benutzen. Das ist, wenn man einen Frontlader dran hat und hat zum Beispiel eine Greifzange oder sowas, ist das natürlich auch eine feine Sache, dass man alles mit einer Hand bedienen kann. Jo, ansonsten machen wir das doch nochmal irgendwie an. Ne? Ansonsten ist das Ding Ruhe. Ansonsten ist das Ding eigentlich selbsterklärend. Also ich finde, ich muss sagen, ich habe noch nie mit dem Fendt One gearbeitet. Da bin ich sehr gespannt, wie das vom Handling ist. Aber es ist so, auf den ersten Blick ist das wirklich sehr intuitiv. Man hat natürlich hier und da schon mal was gesehen, aber gearbeitet noch nicht. Finde ich so erstmal sehr übersichtlich, muss ich sagen. Auch die Belegung der Steuergeräte, Einstellungen, doch, das gefällt mir wohl. Da könnte man sich dran gewöhnen. Hier haben wir Frontkraftregler, Heckkraftheber, Heckzapfwelle, Frontzapfwelle. Hier die Stufenschaltung, Stufe 1. Können wir mal eben einmachen. Da wird es angezeigt jetzt. Stufe 1. TMS-Einstellung, Neutralschalter. Das ist bei dem anderen Schlepper alles hier sitzt. Das ist bei dem halt hier gewandert. Hier kann man die vorprogrammierte Drehzahl einstellen. Oder auch nicht. Oder er hat nichts eigentlich. Ne, da ist die Drehzahl. Mann. Genau, das ist die vorprogrammierte Geschwindigkeit, die man da aktivieren kann. Zwei Mal und auch zwei Drehzahlbereiche, die man einstellen kann. Auch alles bekannt aus dem Vario. Steuergeräte-Freischaltung da. Fronthubwerk, Heckhubwerk, Freischaltung haben wir hier. Tja, das ist eigentlich alles. Das kann man hier touchmäßig rumtatschen. Man kann aber auch hier dieses Rädchen dafür benutzen. Wenn man dreht, scrollt man hier durch. Beim Drücken kommt man ins Hauptmenü. Jetzt kann ich mir, ich könnte hier auch zur Frontlader, haben wir nicht dran. Hier da mal rein. Da haben wir die Karte. Da ziehe ich mir irgendwie, bevor es losgeht, auf jeden Fall nochmal alle unsere Schläge rein. Wie komme ich jetzt zum Pfeil? Da. Boah, das geht aber gut mit dem Drehrad. Das ist während der Fahrt, wenn es ein bisschen stuckelt, sicherlich geiler damit zu arbeiten, als hier mal drauf rumzutatschen. Also das ist gar nicht doof. Ja, Einstellungen, Gebläse und Temperatur von der Klimaanlage. Ja, dann haben wir beim Profi
ich glaube, ab Profi ist das, meine ich, kann man als Option hier 4 USB-Anschlüsse bestellen. Das gibt es bei der Power-Variante nicht. Da haben wir nur diesen einen zum Datenaustausch. Das bedeutet jetzt auch, da wir nicht mehr ein Radio haben, also kein Oldschool-Radio haben, wie es früher war, haben wir jetzt nicht mal einen USB-Anschluss zum Laden. Wir haben hier aber eine Steckdose. Haben wir auf der anderen Seite auch eine Steckdose? Nee, da fehlt sie auch. Da gehört eigentlich auch eine Steckdose hin. Unser 718 hat auch eine. Haben wir im Fach, ist keine Steckdose. Nee, da war auch noch nie eine. Ne? Haben wir nur eine Steckdose hier. Ja gut, wir haben da oben die 1200 anderen Steckdosen, aber wir haben nur eine Zigarettenanzünder-Steckdose. Das ist ein bisschen mager. Jedenfalls, da muss ein Adapter rein für USB, damit wir auch das Telefon laden können, wenn wir arbeiten. Telefonhalter, habe ich noch nicht geguckt, wie man den bedient. Breche ich jetzt mit einer Hand aber auch nicht auseinander, gucke ich nach. Ja, was fehlt mir? Was fehlt mir? Mir fehlt hier zum Beispiel diese Stange als Halter für die verschiedenen Geräte. Wenn du jetzt zum Beispiel das Amatron hier mit reinhängst, wobei das natürlich auch über Isobus eigentlich direkt laufen müsste. Ne? Ja. Dann haben wir noch einen Unterschied, fällt mir gerade ein, bei der Power-Variante gibt es hier den optionalen zweiten Monitor nicht, was wir bei der Profi- und Profi-Plus-Variante dann bestellen könnten. Auch das ist zwar voll geil, also sieht pornös aus, bräuchte ich aber auch nicht zwingend. Das hatte der Gebrauchte, den ich angeguckt habe, übrigens auch nicht. Batterietrennschalter haben wir hier noch, hat der 718 auch. Rauchverbotszeichen hat er, das hat er 718 nicht. Ja, guck mal. Ja, und das ist eigentlich alles, Leute. Das ist hier die kleine Rücklehne, der kleine Beifahrersitz. Da gefällt mir der andere auch ein bisschen besser, muss ich sagen. Jens, komm doch mal her, guck doch mal hier. Wie sitze ich das denn da drauf? Ja, okay. Für Kinder ist das okay. Aber das ist auch kein Fahrzeug, wo man irgendwie Leute durch die Gegend kutschiert. Ne? Aber ich muss sagen, das gefällt mir, der andere Sitz gefällt mir doch ein bisschen besser, weil den kannst du runterklappen und dann hast du hier noch ein Klemmbrett. Das hat der dann natürlich nicht. Jens, komm doch mal her hier! So, das hat der natürlich nicht. Klappe zu. Ja. Was macht die Bänge auf meinen Träger? Ist das dein Träger? Das ist mein Träger. Ja, dann sind die mal doll. Ja. Smitty doll. Ja. Bevor ich mal ein Betten, wa? Ja, ehrlich. Ja, doch wieder Stufe 2 reinmachen. So. Stufe 2, weil ich zu schwer bin, oder was? Ja, genau. Du kriegst die Tür nicht zu. Nee, das haben sie nicht. So, ach, guck mal an. Wie macht man denn hier die Fahrscheinwerfer an? Die Tagfahrlichter, ich fast gesagt, das normale Licht. Donnerwetter. Da muss ja auch irgendwie angehen, ne? Leute. Da ist Licht. Du siehst das Licht da. Ah ja, das Arbeitsscheinwerfer ja nur. Wo ist denn das normale? Oh, jetzt haben wir Arbeitsscheinwerfer an. Was getan, ja, ja. Arbeitsscheinwerfer, Heck-Arbeitsscheinwerfer. Die kann man vermutlich auch alle einzeln anmachen hier. Ja, kann man. Panikleuchte hat er auch, hat aber nur eine, ne? Glaube ich. Egal, brauchen wir jetzt auch nicht. Das ist Hausbeleuchtung. Ja, mach mal anders Licht da hinten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich beschwert sich Ina gleich, weil es zu hell ist. Ja, im Haus ist zu hell. Keine Ahnung, was das ist. Wo ist denn hier jetzt bitte der normale... Ach hier, da, vielleicht am Lenker. Jo, am Lenker. Aha. So wie es früher war. Dann fahren wir mal eben an eine Wand. um zu gucken. Ja, jetzt Leute, guck, ach da. Ah. Aha. Wenn ich da jetzt wieder ausdrehe, ist der nämlich verschwunden. Ja, also das ist Standard. Ich habe gerade gedacht, das muss ja... Aber das ist wahrscheinlich TÜV-mäßig gar nicht erlaubt, sowas auch. Das muss irgendwie greifbarer sein, vermute ich mal. Fernlicht haben wir. Ah, Fernlicht nach unten ist und Lichthupe ist nach oben, wie auch beim PKW. Aber wir sehen, dass das Licht ist an. Ja. Da blendet das im 718. Ja. Oder das war das Lenkrad. Ich habe das hier übersehen. So, das Display übrigens, das habe ich mir, das können wir ja auch noch mal eben kurz einmal eruieren. Wo war das? Wo habe ich denn das gefunden gehabt? Leute, wo habe ich denn das eingestellt? Finde ich bestimmt nicht wieder.
Alter, ich hatte das schon. Egal, wir fahren erstmal. Nein, ich will das jetzt wissen. Was Nein, wir fahren erstmal. Die Einstellung von den Displays. Hell, dunkel, Automatik. Also der hat, man kann den auf Automatik stellen, wenn es dunkel wird, wird es dunkel, damit das nicht blendet. Ja, ist klar. Was man bei dem anderen auch machen kann. So, und hier kannst du es, du kannst es aber ja auch manuell einstellen. Und das ist normalerweise weiß, das wollte ich dir gerade zeigen. Ja, okay. Mir gefällt das aber in Schwarz ja einfach viel, viel besser. Mhm. Viel besser. Ich weiß jetzt aber nicht, wir können jetzt gar nicht wegfahren. Ich glaube, ich muss Kinder hüten. Ina hat gesagt, weil Ina musste los, irgendwelche Kinder hüten. Ja, ja. Ja, dann Leute, muss ich wohl alleine losfahren. Dann musst du wohl alleine losfahren. Wir fahren einmal im Kreis hier. Ja, also, was ich eben schon sagte, den Rest, den sehen wir, wenn wir mit arbeiten. Das ist einfach irgendwie geiler zu erläutern, wenn man damit arbeitet. Und ich suche bis dahin noch einmal die blöde Display-Einstellung. Kann doch nicht angehen. So. Muss ja eigentlich davon noch ein Titelbild machen, oder Jens? Ja. Thumbnail von dem Trecker? Ja. Wollen wir den mal hier zwischenstellen oder was? Oder? Das wäre ein besonders schickes Foto bei dem Regen jetzt. Stellen den einfach mal so pönös hier hin. Wir sind ja keine Profi-Fotografen. Nee. Bremse. Brauchen wir Licht fürs Foto? Wollt ihr Licht auf dem Titelbild? Wollt ihr das oder nicht? Machen wir einfach mal. Habe ich das Licht noch an? Das Licht ist noch an. Alarmmäßig. Dann kann ja auch die Funzel an. Jetzt hätte ich ja den Warnblinker auch noch anmachen müssen. Oh, das ist aber helles Arbeitslicht. Teufel. Das ist natürlich kein LED. Kicking up the dirt with a powerful engine, this baby won't hurt. Pulling heavy loads like it's a piece of cake. This Fendt tractor is the real deal, no fake. Walk out this beautiful brand new Fendt tractor. Riding like a king, nothing can ever detract from the power and the glory of the sweet machine. Walk out this beautiful brand new Fendt tractor. Oh yeah. Oh, Shift, es Shift. Denn wir haben geparkt. Und dann verabscheuen wir uns jetzt aus diesem Video. Ist lang genug, glaube ich. Hier mit dem schönen Bild vom Fendt One. Gen 6, ne? So, also. Es Shift. Also normalerweise hätten wir jetzt wahrscheinlich so 50, 60 Hektar. Ja, die hätten wir in der Erde, Kartoffeln. Ja. Und wir haben 17 Hektar in der Erde. Ja. Plus die paar Reihen von gestern, aber es weiß ich nicht. Wenn das so weitergeht, brauche ich mir den Dampfhorn auch nicht holen. Den Beetflug meine ich. Da brauchen wir gar nicht mit losfahren. Ne? Also ihr dürft uns weiterhin gerne, wenn ihr Bock habt, die Daumen drücken, dass es irgendwann auch mal Wetter gibt, dass wir hier in Norddeutschland auch mal weiterkommen. Ne? Ja. Das ist irgendwie alles scheiße, unbefriedigend. Aber egal, wir können es nicht ändern und deshalb haben wir trotzdem gute Laune, weil da steht ein neuer Trecker zum Rumprobieren und Rumspielen. Bringt nur nichts, wenn es regnet. Scheiße. Dreck. Egal, wenn es euch gefallen hat, Däumchen, würden wir uns freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hoffentlich dann mit mehr Kartoffelpflanzen als in diesem Video. Ja. Ne? Also, Dankeschön, reinhauen. Fürsing! Ha! Halle, das war ja was. Macht, das ist schon ein schlanken Schuh, ne? So, und dieses farbliche Zusammenspiel von Fendt und Grimme, das feiere ich ja, das ja immer ist noch. Der Übergang hier, ja, von Rot zu Grün. Ja, so fließend. Fließend. Ach komm, Abflug. Drückst du den Lichtschalter? Jawohl. Wir pflanzen Kartoffeln hier ganz groß, auf dass sie wachsen und gedeihen.